Erzählt mich gestern, Roses Herbstturms, ein Silberfountains Mark, Closing Eclipse, St. Paul's Moon and Sun, and Lonesome Ken, her lips in sweetness but no more be grieved at that which has done. Roses have thorns and silver fountains mud. Clouds in the cliffs, stay balls, moon and sun. And Lonesome Ken, her lips in sweetness but. Unsere Intendantin, Generalintendantin Karen Stone, wir haben uns miteinander beraten, nachdem ich hier angefangen habe, die Schauspieldirektion zu übernehmen. Was könnten wir Interessantes machen? Was gibt es denn Tolles? Und dann hat sie sich auch erinnert, sie kennt meine Affinität zu Osteuropa, speziell zur Ukraine, und hat zu mir gesagt, Mensch, mach doch was mit der Ukraine, das ist doch hochinteressant und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist super, das mache ich. Und dann hat sie gesagt, reiß rüber, schau dir das alles an, wir unterstützen dich, wir unterstützen euch. Und so war die Idee geboren, dieses Festival mit dem Thema Ukraine zu machen. Oh, toll! Oh, guck mal, so gehe ich morgen auf die Hochzeit. Bin ich überhaupt eingeladen? Keiner, es wird eine Überraschung. Wir bekommen Informationen über die Medien, was in der Ukraine so passiert ist. In den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Wir haben Anteil daran genommen, aber es ist immer recht wild zugegangen, so dass wir nicht immer genau durchschauen konnten, was da passiert ist bei unseren östlichen Nachbarn. Und wir fanden das dadurch gar nicht schlecht, das dann auch Wilder Osten zu nennen, weil durch meine Reisen, die ich dorthin gemacht habe, die Menschen, die ich kennengelernt habe, ich auch gespürt habe, dass die Leute sehr engagiert sind, dass sehr viel passiert in der Ukraine, dass es sehr aufregend ist. Es sind also gerade junge Künstler sind pausenlos unterwegs, irgendwas zu machen. Und wie gesagt, also gegen manchmal unsere etwas gemäßigtere Art, uns mit den Dingen vorwärts zu bewegen, fand ich das recht wild. Und deswegen haben wir es Wilder Osten genannt. Also ich bin durchs Land gereist und habe Stücke eingesammelt, einfach von den Autoren, habe über Kontakte Autoren überhaupt getroffen, habe die Stücke mitgenommen nach Deutschland. Und Lydia Nagel, die ja sehr viele Stücke übersetzt, eine der Übersetzerinnen, dramatischen Übersetzerinnen hier in Deutschland ist, hat also von all diesen Stücken, die wir mitgebracht haben, an Übersetzungen gemacht. Das heißt, sie hat es gelesen, eine Inhaltsangabe gemacht, 3 oder 4 Szenen übersetzt, um zu wissen, wie die Musik des Stückes ist, wie es sich anhört, was das für Figuren sind, was die Inhalte sind. Und unsere Dramaturgen, also ich mit den Dramaturgen, wir haben uns durch diesen ganzen Wahnsinn durchgelesen und haben dann in mehreren Besprechungen, wo wir gesagt haben, wie kriegen wir einen möglichst breit gefächerten Blick auf die Entwicklung, gerade auch auf die dramatischen Entwicklungen, aber auch auf die inhaltlich-politischen Entwicklungen in der Ukraine und haben darauf diese Stücke ausgesucht, also diese 3 Inszenierungen und die 5 szenischen Lesungen. So. Es geht natürlich konkret darum, dass eine Restfamilie sich weigert, aus der Sperrzone von Tschernobyl wegzuziehen, also die da als Selbstversorger leben, die nichts haben, keinen Ort haben, wo sie hin können, und meine Figur aber auch aus einer großen Überzeugung da bleibt, weil sie sagt, die restliche Welt, das ist alles falsch und das ablehnt. Ja. Ich will raus! Na gut, dann geh raus! І читаючи п'єсу, ти розумієш, що це не просто історія про Чорнобиль, напевно, це історія про всю нашу країну, що ми живемо в такій зоні, з якої дуже важко вибратися. І коли ти вибираєшся, то ти розумієш, що не все так прекрасно, як ти думав, за межами цієї зони, за межами цієї країни. Але в багатьох питаннях, звісно, це набагато краще, ніж ми можемо собі уявити. Прекрасні актори, які з прекрасним чувством гумору, для мене це дуже важливо, тому що я не вмію працювати, коли все дуже-дуже серйозно. Гумор має бути. Тому мені працюється, в принципі, дуже комфортно. Окей. Супер. Da hat mich die Melodie verlassen. Хорошо. Хорошо. Durch die Gespräche mit Stas, mit dem Regisseur, gerade was die politischen Sachen angeht oder historischen Sachen, viele Sachen weiß man einfach nicht als Fakten. Und das war schon sehr
interessanter, einfach viel mehr Sachen zu erfahren und reinzuschnuppern in diese ganzen Sachen. Und so, als ich das Stück gelesen habe, haben sich mir viele Sachen auch gar nicht erschlossen, ohne dieses Hintergrundwissen, was er uns dann mitgegeben hat. Wir können das sowieso nicht genau durchschauen und entscheiden, was da genau politisch passiert. Aber was wir natürlich in der Dramatik im Theater beobachten können oder womit wir uns beschäftigen können, ist, wie geht es den Menschen damit? Wie geht es den Menschen, die dort leben? Wie gehen sie mit einer solchen Umbruchssituation um? Was bedeutet das für sie? Ist es zukunftsweisend? Ist es visionär oder ist es schmerzhaft? Ist es befreiend, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das stand für uns im Mittelpunkt, wie das, was in der Ukraine passiert wird, wie wird das gespiegelt von den Autoren, was machen die Menschen damit? Das sind natürlich solche Themen wie also die kürzlichen Ereignisse beim Euromaidan. Es hat natürlich mit dem Holodomor zu tun, es hat auch mit Tschernobyl zu tun, hat aber auch mit dem ganz normalen Alltag der ukrainischen Bevölkerung, zum Beispiel auf dem Land, zu tun. Wo kommen die her? Was ist ihre Tradition? Was bricht da dadurch gerade wieder auf, dadurch, dass die politische Situation sich in der Ukraine verändert. Morgens wachst du auf von der Kälte und der Ofen ist längst aus. Und du musst aufstehen, anheizen. Die Kuh brüllt, will gemolken werden. Lass es mal schneien. Da kannst du ordentlich schippen. Ну, есть какие-то вещи, то, что мы хотели бы и о своей стране рассказать, и о том, что ее не надо бояться, и что мы такие же европейцы, несмотря ни на что. По ходу мы рассказываем об Украине и о проблемах, которые в Украине. И многое они, конечно, для себя открывают, потому что, ну, к сожалению, тут идет восприятие об Украине во многом и через призму российской пропаганды все. То есть какие-то вещи для них это потрясение. Wir waren ja, oder so habe ich uns auch immer empfunden, noch bis vor 27, 30 Jahren, bevor die Mauer fiel, waren wir in einem großen sozialistischen Weltsystem miteinander verknüpft. Manche, ob sie es wollten oder nicht, aber es war halt so, wir sind de facto so etwas Ähnliches wie einen fast gemeinsamen Weg gegangen. Und nach dem Fall der Mauer ist ja dieses große Welt, also erstmal das osteuropäische Gefüge, zu dem wir mehr oder minder dazugehört haben, aber auch das Weltgefüge eigentlich auseinandergefallen, zerbröselt. Und mich hat einfach interessiert, wie ist es denn den Menschen gegangen, mit denen wir uns eigentlich, sag ich mal, politisch mal verbunden gefühlt haben, mit denen wir einen gemeinsamen Weg gegangen sind? Wie ist es diesen Staaten gegangen? Wir gehören ja eigentlich jetzt fast zu diesem gut situierten Westeuropa dazu. Was ist mit Osteuropa passiert? Was ist das Schicksal der Leute? Ist das sehr weit von uns entfernt? Haben wir noch was damit zu tun? Und das waren für mich so die, also Themen jetzt erstmal, die für mich interessanter waren, zum Beispiel als nach Italien zu gucken oder nach Island oder so. Deswegen fand ich auch auf der anderen Seite, dass natürlich die Dinge, die zu dieser Explosion in der Ukraine geführt haben, alles Dinge waren, von denen wir nie etwas gewusst haben, interessanterweise, obwohl wir eigentlich durch ein Weltsystem miteinander verbunden waren. Und das wollte ich gerne auf diese Art und Weise überhaupt mal anleuchten. Eine Strafe ist das, kein Leben. Die Leute aus der Stadt, die kommen alle hierher und sagen, wie schön, wie romantisch, diese Natur. Aber leb mal hier. Geh mal im Winter raus aufs Klo. Die Scheiße friert im Fall, wie im Kosmos. Света, о том, что такое зло. И чтобы разобраться с самим собой, всегда надо вычленить зло, его понять, раскрыть, как-то произвести такое расследование. Как сейчас, когда зло приближается, когда снова приближается война, и война идет у нас. Die wunderbaren Dark Daughters werden hier auftauchen. Die kommen direkt von den Wiener Festwochen nach Magdeburg.